Involved. Und irgendwelche andere Sachen, die ich nicht vorlese. Ja, herzlich willkommen bei einem Übergangs-Let's Play von Saints Row 4. Ja, wir fangen direkt an. Einmal Kampagne, neues Spiel. Jo, einmal normal. Wir fangen jetzt einfach mal von vorne an. Ich habe ja schon ein bisschen weiter gespielt. Mal gucken, ich soll mal leiser machen. Jetzt kann ich mich nicht mehr aufs Dings konzentrieren. It is a truth universally acknowledged that every now and again a situation arises that defies explanation. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose. And so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero. It is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Genau, da beginnt das Ganze. Ich hoffe mal, ich überspreche dafür diese Szene jetzt mal einfach mal, weil ich weiß nicht, ob auf dem Dings Content drauf ist. Ja, ich denke schon. Did he catch that, boss? Mike is dead. Are you fucking kidding me? I'm sorry, I forgot to check the battery because I was busy coordinating an international assassination. Hey, can we go back to the part about this being a setup? It's not a setup. The intel is good. You trust this lady? Asha's one of the good guys. Oleg knows her from the KGB days. Oh, she's tied with the KGB. I feel a lot better. Look, Bert and I worked with her too. She's fine. Oh, yeah, I'm sure she's ready to put in someone in a fucking body bag. That doesn't mean we should... So, aufstehen. Moin mal, die aus zwei Seiten aussteigen müssen. Und zack. We're 3 minutes behind schedule. We need to move. You're a real people person, aren't you? I'm sorry, is this a counter-terrorist operation or a Saints flow shoot? I'm Sean. Asha Odekar. Follow me. Das könnte knapp werden gleich. Warum sage ich gleich? We're here. Didn't expect them to be all business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guy bought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. On my signal, we... Oh, hell. We gotta move! Hasib Allah yakhrib baytak wa'at! Ich auch so. So much for subtlety. Don't worry about it, honey. Subtlety is not really our thing. Come on, this way. Und ab. Nee, warte mal. Flucht schon weg, genau. Einmal weg hier. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt gleich was machen muss, deswegen wird erstmal noch ein kleiner Dialog kommen. Kinsey? Phoenix. What's past is past.
So, und da sind wir jetzt auch im Spiel. Beziehungsweise eigentlich im Vorspiel. Also, nein, ernsthaft. So, genau. Gehen wir jetzt mal hinterher. So. Genau. Nee, ich dachte, es könnte gleich ein bisschen komisch, ein bisschen knapp werden. Von wegen... Genau. Lecke. So. Erster weg. Nee, von wegen den, Dings, weil ich hatte gerade zeitweise nur knapp 30 FPS, aber das hätte dann im Spiel weniger werden können, aber jetzt immer auf 40. Okay. So, kann man hier hinter Stelle. Halt, wo sind sie denn? Da hinten ist sie. Ach komm. Lass die dort mal machen. Halt, da ist einer. Und weg. Kann mal nachladen. Das Geile ist, in der Vorschicht hast du unendlich Muni. Und hinterher merkst du es auch eigentlich mehr weniger. Zack, und weg. Also drauf. So. Einmal hier durch. Oh, das gerade scheiße. Au. Ich werfe keinen Bomben ab. Ja, stimmt. Was rennst du mir auch durchs Bild? Ich krieg immer die schlechtesten Momente, um irgendeinen abzuschließen. Immer nachladen. So, jetzt werde ich jetzt hier mal vorgehen, deswegen jetzt gleich wird auch exakt das passieren. So. Gut. Also das können wir vergessen. Ja. Oh, wieso muss ich eigentlich immer da? Ach, ich hasse das. Weg damit. Oh, ich hasse dieses Nachladen. Vor allem bin ich auch zu blöd, immer diesen Nachladekey zu drücken. Vergesse ich immer. Ich hasse das. Tschüss. Was passiert, wenn man seine eigenen Komparsen tötet? Keine Ahnung. Ach, das ist ja nur einer. Ist nicht zu blöd zu treffen? Saft. Ja, mal um die Ecke gucken. Dann ist es. Ja, passt. Passt. Achso, ja, genau, die machen das jetzt irgendwie offen und wir müssen hier aufpassen. Sieht so scheiße aus. Ist, glaube ich, sogar Uncut hier. Wo seid ihr hier? Mit die Terroristen. Ja. Jetzt müssen wir hier erstmal warten. Oh, können wir einfach die Tür öffnen. Raketensilo sein. Blavachasam. Brutus ist ein Typ. So, okay. Zack und weiter. Ach du heilige Scheiße. Panzerfaust, die müssen wir gleich aufsammeln. Beziehungsweise, nee, wir kriegen gleich eigentlich nur eine. Was, wo? Da ist der Typ. Bitteschön. So, einmal hier durch. Das ist ein... Mein Gott, ich sollte mehr aufpassen, ganz ehrlich.
So, einmal hier. Gleich muss ich eine Sequenz auf jeden Fall überquatschen, weil da könnte es ein Problem geben mit der Gamer. Sind die nicht gerade? Egal. So, Hinstellung durch. Kann man hinstellen. Bricht die Tür auf. E und einmal weg damit. Geile Effekte hier auch einfach mal hier alle weg damit. Einfach mal in Zeitlupe. Oh oh. Ja. Genau. Besser so. Und oben. Los geht's. Ja, umschalten für Sprint, das weiß ich. Aber ich will jetzt die Waffe wieder auswählen. Halt. Ah, ich muss gerade erstmal den Shortcut. Das müsste 3 sein. Nö. Wieso, ich habe doch eine Knarre auf dem Rücken. Wieso kann ich die jetzt nicht... Naja, egal. Hatte ich jetzt auch schon beim ersten Mal gefragt. Ach, guck mal. Doch nicht nochmal. Und her. Nee. So. Ja, scheiße. Und Ende. Blau. Er hat die Rakete gestartet. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen rennen. Ja. So. Das ist nämlich, glaube ich, die Stelle. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, die muss ich nämlich jetzt leider überquatschen, weil es gibt halt sowas, das nennt sich GEMA. Ja, ich weiß, das gibt es leider. Deswegen muss ich das Ganze jetzt wirklich mal ein bisschen überquatschen, weil die GEMA mag das leider nicht so gerne, dass man dass man Musik einblendet, die sie teilweise sogar angeblich unter Vertrag oder wie auch immer haben. Das mögen die halt nicht so gerne. Und deswegen machen die dann mal öfter so einen Bann rein. Also ich möchte eigentlich jedem, der etwas länger auf YouTube drauf ist, bekannt sein, so wie GEMA und was die da so machen. Und Scheiße. Wie gesagt, ich muss das jetzt mal ein bisschen überquatschen. Und das gehe ich hiermit auf. Einmal bitte raus damit. Und weg damit. Und geile Atomrennen. Also da muss ich sagen, haben sie doch ganz viel. Ja, Saints Row! Ja, und der Loser geht's mit die eigene Sequenz. Ich weiß immer noch nicht, was die vorherige Sequenz mit dem eigenen hat jetzt hier. Also man wird hier jetzt wieder reingepackt, zack. Ob das jetzt der Prezi ist oder nicht, keine Ahnung. Ja, Zero Saints 30 geschafft. Ja, die Folge ist dann in 10 Minuten noch vorbei. Ich mache ein wenig länger. Also ich glaube irgendwie 2,5 Stunden, denke ich mal, wird für die erste Folge ganz gut sein. Ich weiß nicht, ob ich das weitermache. Oh, ich denke doch. Aber ich weiß noch nicht, wie genau, ob ich das jetzt wöchentlich mache oder täglich. Täglich nicht, auf keinen Fall.
Weil ich weiß gar nicht, noch gar nicht, wie ich das jetzt rendern soll. Ob das jetzt reicht wie Standardqualität wie sonst oder nicht oder wie auch immer. Ja, Brogard, the hottest people in politic. Ja, who's our president? Das ist jetzt, glaube ich, eine Charakterauswahl. Charakter herunterladen. Nee, das möchten wir nicht. Wir nehmen uns jetzt hier einfach mal den Standardcharakter. Den werden wir jetzt auch einfach mal. Ja. Gut. Nämlich, ja, lassen wir erstmal. Wir können uns ja hinterher immer noch umoperieren. Weißt du was? Wir bleiben jetzt mal ganz langsam. Langweilig. So. Nein, ernsthaft. Wir lassen das jetzt so. Einfach so. Zack, übernehmen. Fünf Jahre später. It's not a problem. You alienated part of America. I alienated crazy people. You couldn't resist, could you? Jesus, not you two. This is a problem. I keep trying to explain that, but the president won't listen. Poverty is a problem. Apartheid is a problem. This is just a couple of... Here's the latest approval poll. We lost 20 points. We can get them back. They're at 20 points. I'll admit that's a little lower than anticipated. So you agree you have a problem? Nope, you do. You're the communications director. Fix this. Can you give me 100% employment? No. Will you get married? Fuck no. Then I think we're in trouble. King, can you have this naysayer assassinated? Not when you say it publicly. I'm more fun as a gang leader. We have a country to run. Fun isn't part of the equation. Where's a septic truck when you need one? Ja, so sieht das Weiße Haus nun mal von innen aus. Ja, so. Come on, Keith, have some good news. Jetzt müssen wir, habe ich das Gefühl, habe ich zumindest, glaube ich, noch so im Gedächtnis ein paar Entscheidungen treffen. Und zwar, indem wir jetzt nach vorne gehen. Wir haben im Moment genug Einfluss für eine große Sache, nicht für beide. Was soll ich antreiben? Möchtest du der Präsident sein? Oder ja, wir werden jetzt, denke ich mal, Krebsheilung oder Hunger ausrotten. Niemand muss hungern oder Krebs für immer ausmerzen. Das wird eh nicht klappen und das ist schon eher möglich. I hope Kenzie's keeping the sharks at bay. Ja, und außerdem ist dieser Hunger das deutlich größere Problem. Now, you listen here. If you think you can cram your agenda past Congress, you are in for a rude awakening. You hear me? Now, let me tell you a little something about the greatest word in politics. Filibuster. Bauchgefühl, schlimmer als Chili oder Kopfentscheidung? 5 auf die 12. Ja, also wie wir unsere Sachen entscheiden, glaube ich jetzt. Ich habe nicht mitgelesen, das ist das Problem. Und ich denke mal, wir sind klug und wählen das hier. Ow, my face! Ah, okay. So, und jetzt bleibt der letzte Typ, nämlich der Typ da hinten, soweit ich weiß. Und der wird... Wir gleich eine Camp David, um etwas Nightblade zu gucken. Du auch, auf keinen Fall. Und jetzt... Macht uns der... Ich glaube, er ist Oleg, genau. Es ist Oleg. Macht uns da mal ein wenig weiter. So, jetzt sehen wir... Hier. Sie pennt vor der versammelten Mannschaft. Nee, doch nicht. Kinsey, what's the right context for? And I quote, I'm the patron saint of America. We should probably look into changing the Pledge of Allegiance to one nation under me. That's a great question. Jane? Das ist eine tolle Frage. Der nächste. Asha and Miller are waiting for you. If MI6 needed something, they would send it up the chain, not fly across the ocean. Muss ich das jetzt zensieren oder kann ich das so lassen? Jesus, what's going on? They think we're about to be attacked by aliens. I gotta go. This is serious. You know that Kinsey's been saying the same thing. When did you start taking Kinsey seriously? When the people who helped us save the world said we should. All right, I'll swing by after I... Jo, na jetzt geht das Spiel richtig los. Weil da sind jetzt die... Ja, die sind...
Hello, humans. Hallo Menschen. Ja. Ladies and gentlemen, this is not a time for fear, but a time for celebration. Today, the best and brightest among you will find salvation within the Zin Empire. I'm smarter than all these people. Delightful. Kenzie, no! Protect the president! Das war denn. I do love your spirit, my dear. I'm Zinyak. Pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? Splendid. Weg damit. Ja, ja, das war dann der Rettungsdienst, der Linksdienst. Und jetzt gehen wir in die Bürgerkrieg. Und weg. Thank God you're right. Und einmal hier rein. So. All our war by the looks of it. So, und so sieht's in Wirklichkeit bei dem Präsidenten im Büro aus. I'm meeting up with Matt. I'll be in touch via comm. Aha. Ich glaube, was anderes können wir gar nicht nehmen, oder? Die nehmen wir auch noch mit. Die Panzerfaust nehmen wir natürlich auch noch mit. Wir haben hoffentlich noch Platz drin. Ja, haben wir. Gut. Verlieren wir eh alle, aber wir nehmen sie jetzt einfach mal mit. Panzerfaust. Welche nehmen wir jetzt? Pump, Auto, Auto, also MG. Schwere MG. Ja, die nehmen wir mal. Den nicht. Ach. Schwer, die schwere MP ist auch so im weiteren Spiel so meine Hauptwaffe. Ach. Ach, Entschuldigung. Die gehören ja zu uns. Das stimmt. Scheiße. Ja, scheiße. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Wieder weg. Leave my country alone. You pissed off the wrong POTUS. Wir lassen die dann mal machen. Geh da weg. Hau ab. Das machen wir. Ah, das ist eine geile Idee. Na, nur. So, zack. Einmal da und einmal da. Na, den habe ich jetzt nicht gesehen. Und zack, und weg. So, ich hoffe mal, das war's jetzt. Ja, das war's jetzt hier in diesem Gang. Und zack, einmal hier kugeln. Einmal hier hoch. Ah, das ist doch scheiße. Und da sind die nächsten. Ich glaube, hier habe ich. Ich glaube, hier bin ich das allererste Mal in dem Spiel gestorben. Meine ich. So close. Ach, dann, ah, genau, genau. Und zwar an denen, die von hier aus jetzt kommen. Noch nachträglich. So, zack, einmal hier rein.
So, und das ist die Welt von dem Zenyek. Shit, how many of you are there? Ja, genau. Bird to Ernie, Bird to Ernie. Activate South Portico defenses. Let's do this, you beautiful thing. My crew. So much for a hard fight. So, das ist jetzt gerade sehr ungelegen. Das müssen wir jetzt natürlich auf jeden Fall noch zu Ende machen. This is for Lady Liberty. So, zack. Hey, was? So, zack, zack, zack. Ach du Scheiße, ach du heilige Scheiße. Nur was zu. So. So, Ende. Das große Schiff noch drauf. Scheiße, das war dann... Es war laut dem Links nur halb kaputt, sagen wir es mal so. Ja, und... Da fliegst du vor am Steuer. So, die Scheiße eingepackt. Das geht ja gar nicht. So. Einmal aufmache. So, wir müssen jetzt gleich hier auch. Scheiß Idee. Get off my lawn, you son of a bitch. So, jetzt geht er beide. Und zwar mit ein paar Hieren. Deswegen halt ich jetzt mal die Fresse. Nee, halt. Die muss ich noch weitermachen, sehe ich gerade. Wie? Ach, weh, nicht. Ah, ich war jetzt gerade hier auf links. Maustaste. Was das? So, Flügel, der Flügel, der Saints Flügel. So, hier machen wir das jetzt mal so. Ich werde jetzt Eingabetaste drücken und dann denke ich mal, weiß ich nicht, was jetzt gerade los ist. So, und hier machen wir dann nächste Folge weiter. Die wird dann auch gar nicht mehr so lange hin sein. Wurde nicht erreicht. Ja, Spiel. Spiel speichern. Neuer Spielstand. Zeit. 27 Minuten. Ah, ist auch wurscht. So, okay. Dann war das wirklich die Folge. Also der darunter war... ja,
Egal, das war jetzt irgendwie gerade, wie habe ich auf die falsche Taste gedrückt. Okay, also ich hoffe, es hat gefallen. Lasst einen Kommentar da oder irgendwie was anderes. Wir sehen uns gleich, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, sogar morgen schon im Spiel wieder da, Dings, weil morgen wird dann noch eine Folge rauskommen, die allerdings ein wenig kürzer ist, denke ich mal. Ich denke mal 25 Minuten und dann bis denne.